Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark Team Story Modus. Ja, wir haben hier ein weiteres Rätsel bekommen mit dem mystischen, weisen Hirsch sozusagen, den wir hier entdecken sollen. Und ja, mal gucken, wie und ob wir das machen werden. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, dass wir den Weg nach oben suchen. Hab jetzt die Nacht hier verbracht. Uns geht es soweit ganz gut. Würde sagen, so kann man auch mal losziehen. Überladen sind wir immer noch, das können wir dann regeln, wenn wir beim Seil sind, dann schmeiße ich halt doch was weg. Wir müssen auf jeden Fall nach oben zu dem Skeeters Abhang halt hin. Hope nobody needs this anymore. Ich will aber eigentlich nur, wenn. Ach komm, Quatsch. Warum wir im Story-Modus den nicht. Wir hätten uns ja damals Staffel 1, nicht Staffel 1, sondern in der Episode 1 haben wir uns ja auch mit Mackenzie gut ausgerüstet und in Episode 2. Ich glaube nicht, dass wir diesen ganzen Wolfspelzmantel und was weiß ich nicht alles noch haben. Das ist ja sowieso alles weg, gehe ich mal fest davon aus. So, müssen wir halt wieder zum Flugzeugwrack da, mehr oder weniger hoch. Ist zwar nervig, aber sollte eigentlich klappen. Ich muss ja eigentlich nicht immer mit der Pistole rumlaufen, ne? Sicherheitshalber ist zwar gut, aber wenn was kommt, dann kann ich ja schnell genug die 2 drücken. Ist denn auch ein Seil hier unten oder habe ich mich da vertan mit dem Abschnitt? Aber eigentlich doch nicht. Eigentlich müsste hier irgendwo ein Seil sein. Seil sein. So, wir können auf jeden Fall noch mal ganz kurz hier Zwischenstopp machen. Essen wir noch mal 11,7 Kilo ein bisschen was weg, fast ein Kilo davon weggegessen. Trinken wir noch mal etwas. Das sollte dann schon etwas besser sein. Wie sind wir überladen? 47 Kilo. Das können wir hin, dann schmeißen wir halt ein bisschen Fleisch weg oder was? Das geht schon. Wir haben eigentlich kaum was dabei, nur Essen und Trinken und das sorgt dafür, dass wir voll sind. Unsere Kleidung und Ausrüstung ist halt das, was schwer ist. Aber ich find's halt bescheuert. Was willst du denn wegschmeißen? So, du brauchst die Sachen ja. Jetzt laufen wir gleich letzten Endes den Weg, wo den man immer hochgeht. Im Flugzeugwrack. Eine Abkürzung ist das ja nun wirklich nicht. Ja, weil letzten Endes sind wir gleich ja auf dem richtigen Weg. War eigentlich total bescheuert. Traurige Musik tritt ein. Weil das Spiel traurig ist, dass wir so einen dummen Weg gegangen sind, naja.
Dann sind wieder Timberwölfe. Mittlerweile eher nur noch lästig sind als gefährlich. Habe ich jetzt beim letzten Kampf nicht so geschickt angestellt, wenn ich ehrlich bin, aber. Wir gehen natürlich trotzdem weiterhin ein bisschen unser Weg, auch wenn sie uns jetzt verfolgen. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht so Ewigkeiten bei diesen blöden Wölfen aufhalten. Der eine ist sogar hier lang gerannt. Geht zum Glück noch ein bisschen. Naja, zumindest sind diese langen Wege dann nicht so langweilig, wenn man mit einem Wolf von A nach B rennt. Und wenn ja, wann? Ich bleibe jetzt nicht da stehen und warte auf euch. Wie weit ist noch unser Weg? Oh Gott, das ist noch ein gutes Stück. Was man nicht alles für diese lästigen, doch manchmal sehr lästigen Nebenquests macht. Aber eigentlich müssen wir uns erstmal nicht ausruhen. Wenn wir auch ins Gitas Keller machen. Ist Gita nicht der beste Freund von Duck? Von der Serie Duck von damals? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls sind wir auf einem guten Weg. Es ist nicht mehr so weit. Mit dramatischer Musik folgen wir dem Weg. Ort des Zwiespalts. Wolfsgeheule, aber wo sind sie?
Ja, es war jetzt doch ein gutes Stück hier. Letzten Endes immer noch nicht am Ziel. Das ist halt das Nervige am Idyllischen Tal, es ist so weitläufig und du hast halt lange Zeit auch wirklich so, ja, nichts. Noch schlimmer ist das halt nur noch bei dem Wolfsberg, da ist es ja noch schlimmer. Weil da läufst du dich ja kaputt. Wie ist es denn? Kann ich hier noch mal was essen? Ach, guck mal da, sind wir jetzt schon unter 9 Kilo. Ach, was getrunken. Hervorragend. Wir sind jetzt quasi weit genug weg von denen, okay? Dann hört das also auf mit der dramatischen Musik und der Verfolgung. Letzten Endes waren sie auch beide eh schon verwundet und sind uns ja sowieso schon nicht mehr gefolgt. Also in der Gefahr waren sie ja sowieso schon nicht mehr, meiner Meinung nach. So, da ist jetzt gleich endlich dieser blöde Keller. War das hier oder das hintere Haus? Das hintere Haus, ne? Wahrscheinlich. Das da. Ja, nee, doch. Doch. Hey, hier. Jedes Mal vertue ich mich da mit den Häusern. Einfach nur Keller. Suche hinter den losen Brettern im Keller. Ach, guck mal hier, Holz. Verbraten, Metallschrott. Aber hier waren wir doch schon drin. This will come in handy. Das nehmen wir mit. Nein. Nein. Oder? Nehmen wir mal erstmal mit, das nehme ich mit. Nehmen wir auch mal mit. Ich musste mich ja nochmal meine Wunden versorgen. Die lassen wir da. Kirchenartefakt. Ein altes, fein gearbeitetes Kreuz, definitiv museumswürdig. Bringe das Artefakt in die Kirche zurück. Tja. Die Geschichten des idyllischen Tals lesen. Es dauert eine Weile, bis die Bewohner des idyllischen Tals die Auswirkungen des Zusammenbruchs zu spüren bekamen. Da sie ohnehin schon an die Abgeschiedenheit gewohnt waren, verändert sich ihr Leben erst nach mehreren Jahren auf dramatische Weise. Nach und nach bemerken sie, dass die wenigen auf die Insel importierten Luxusgüter rarer wurden. Da sie jedoch weiterhin über regelmäßige Berichte der regionalen Wetterdienste per Funk auf den Laufenden gehalten wurden, dauert es Jahre, bis sich die Isolation nach dem Zusammenbruch bemerkbar machte. Nehmen wir erstmal alles mit. Wir müssen jetzt hier sowieso eine Zeit überdauern. Ich würde sagen, wir schmeißen den Schlafsack hier mal hin. Und dann ruhen wir uns aus. Schlafen wir mal 6 Stunden. Aber es ist eigentlich noch... Ich dachte, es würde jetzt langsam dunkel werden. Wir müssen zumindest ein bisschen schlafen, ne? Vielleicht mal 2 Stunden. Uns ein bisschen mal aufs Ohr hauen. Ja, ich denke mal, so geht das schon. Aufheben. Und dann gucken wir mal nochmal alles durch. Ja, Verband haben wir halt nur einmal. Ach ne, wir können es... Ne, doch, wir haben nur einen Verband. Ja, das ist gut, dass wir das mitgenommen haben. Wir haben auch gar keinen Stoff dabei.
Wie war das jetzt mit den Handschuhen? 0,3? Ach, das. Tja. Da kriegen wir auch nur Leder raus. Ja, ciao. Wegschmeißen. Ah, das war, glaube ich, nicht so gut. Na, der Zustand ist ein bisschen fragwürdig. Das hier würde ja noch gehen. Nochmal so, also wir sind momentan gar nicht mehr durstig. Das hat schon gereicht. Jetzt sind wir immer noch bei 46 Kilo. Tja, 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 was machen wir denn da? Ich glaube, ich muss mal was ablegen. Komm, die lege ich auch ab. Die sind nicht mehr so gut. Den Rest behalte ich, dann sind wir kaum noch überladen. Denn wir haben jetzt noch einen weiten Weg vor uns. Wir müssen jetzt hier beim Flugzeug runter wieder, dass wir hier unten hinkommen. Irgendwo hier kommen wir dann aus. Dann gehen wir dann zu dem Löschplatz. Achso, das Artefakt müssen wir natürlich zur Kirche zurückbringen. Machen wir dann natürlich auch noch, wenn wir dann eh zur Gemeinde müssen. Keller verlassen. Da müssten wir jetzt eigentlich über das Flugzeug wieder quasi den gleichen Weg gehen können, oder? Den Schlafsack wieder aufgesammelt, ja. Das vergesse ich nämlich mal ganz gerne. Tja, erneut sind wir hier. Und erneut brauchen wir diesen Krempel nicht. Jetzt kann ich ja mal gucken, das hatte ich nämlich nicht gemacht. Beim ersten Mal. Nein, nein, nein. Obwohl Stoff nehme ich mal mit, falls ich mir Verband craften muss. Wäre das ja nicht verkehrt. Habe ich schon mal durchsucht. Also Verband zu machen macht ja schon irgendwie Sinn. Wir die auch mal eben ab. Nein, das Buch lassen wir da. Naja. Hätte ja sein können, das. Die war schon beim ersten Besuch nicht so schön, ist jetzt auch nicht so schön. Ja, jetzt haben wir einen Sturm. Können wir nicht oben, wo wir Gwen, genau, Gwen hieß die, wo wir Gwen geholt hatten, müsste doch noch ein Feuer brennen, oder nicht? Ach nee, hier hatten wir eine Feuerstelle hingemacht. Was aus ist. Und hier ist natürlich die berühmte Wollsocke im Gesicht. Dann gehen wir zu dieser Höhle. Da hinten ist ja die Höhle. Da sind wir definitiv besser geschützt. Da können wir uns immer ausruhen. Haben wir uns dann da nochmal eine Stunde aufs Ohr. So, wunderbar. Hier dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr kalt sein. Da ist zwar ein Bett, aber egal. Wir schlafen mal eine Stunde. Hat nicht viel gebracht, das Wetter ist immer noch ungemütlich, dann schlafen wir weiter. Dann schlafen wir weiter.
Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Gut, ich würde sagen, ich verbringe hier die Nacht. Das mache ich aber dann ohne euch. Jetzt mache ich mal pünktlich Schluss. Ich verwalte dann meinen Zustand. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in 2 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch gerne ein Abo da. Unterstützt mich, unterstützt meinen Kanal und dieses Projekt mit einem kleinen Abo. Ich bin raus und sag bis dahin. Tschüss.